weiter endlich mit Pokémon Schwert und ja, wir sind voll in der Afterstory drin. In der letzten Folge haben wir uns tatsächlich ein bisschen mit den zwei Clowns, also Schilderich und Schwerthold, ein bisschen rumgeschlagen, haben sie dann im Kampf besiegt, also ich habe sie im Kampf besiegt. Hopp, scheint wohl dann auf den Sacken bekommen zu haben. Unsere nächste Aufgabe wird es sein, Lautsania zum Pokémon-Labor nach Raspberry zu gehen und das ist jetzt die nächste Aufgabe, die ich erledigen möchte. Unser Team hat sich nicht wirklich verändert. Klar, warum auch? Funktioniert ja momentan so. So, nochmal den, nochmal Glurak nach vorne. Und weiter geht die kleine Reise zum Pokémon-Labor. Wobei ich gerne noch etwas machen würde, bevor ich jetzt voll in der Afterstory durchgehe. Oh, hier muss doch irgendwann Abgang sein, oder nicht? Oder was? Hier. Ich kann mal gucken, wo es ist. Na, hier gibt es noch etwas, was wir nicht erkundet haben. Hier sollte das Fahrrad haben. Und zwar ein Item. Und das ist ein... Das nicht. Hab's nicht gesagt. Psychofeld aktiv ist da eine Psychospezialverteidigung. So, ich guck halt mal, ob wir noch irgendwie was haben, weil. So, hier ist noch ein Item. Und zwar ein Wasserstein. Ob wir hier noch irgendwas Interessantes haben. Ja, hier oben ein Kamein erstmal. Aber... Doch, hier unten ist ein Item. Hier ist noch eins. Und zwar ein AP-Top-Fläschchen. So, die Pokémon, die hier rumrennen, die haben wir ja schon. Okay. Dann haben wir etwas, was wir noch nicht haben. Ein Barrikadax. Ein Barrikadax, das haben wir noch nicht. Das kennen wir nur von der Arena. Aus Spike Fort. Level 50 ist es. Und es lernt den Abblocker einsetzen. Ich würde dieses Pokémon gerne fangen, weil den hätte ich gerne. Ja, jetzt hat er einen. Schöner. Guck mal, da habe ich ihn noch nie dabei. Oh, ich habe noch nicht so viel Beladung, ne? Und ich habe ja das Item, ne? Dass die Lucky Throws erhöht sind, die Wahrscheinlichkeit zumindest erhöht. Konter. Nichts, weil ich habe nicht angegriffen. Jetzt besiege es bitte nicht, ich möchte es gerne fangen. Jawohl. Es bleibt zumindest mal leben. Konter kann das immer noch nicht einsetzen. Ich muss mir gerade die ganzen Pokébälle weg. Weißt du was? Ich muss nur Remoda mehr das Item bekommen, um eine Lucky Throw auszuführen. Und auch kein gehabt jetzt. Yes! Barrikadax. Gehört uns. Der nächste Eintrag. Wir sollen noch hinzukommen, wenn der Pokémon-Dex vervollständigt ist. Dann kriegen wir einen Chiller-Pin. Erhöht die Wahrscheinlichkeit von Shinies. Aber jetzt erstmal dieses Barrikadax mit einsacken. So, hier oben blinkt irgendwann ein Item und das ist ein Top-Äther. Hier haben wir nichts weiter, was gerade interessant ist. Aber hier
und zwar die 69 Psychoklänge. Cool. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann haben wir uns die Items eingesammelt. Moment, haben wir das mal schon gehabt? Die zwei? Ich glaube ja. Beide sind bei der Kiefer und ich weiß nicht, wie das andere heißt. Also bei der Kiefer haben wir. Und du bist ein. Ein Picuda. Picuda, glaube ich, haben wir noch nicht. Also, das glaube ich schon gesehen. Ne? Kann man nicht kennen vom Sehen, ja? Ne, haben wir keins. So, gerade habe ich irgendwo noch einen Links habe. Ich habe zwei, will ich aber nicht einsetzen. Heiler, zwei Fingerball. Köderball. Okay, so sind wir mal im Köderball. Ich wollte einfach mal gerade angehängt. So, Feuerzahn. Wird ihn verfehlen. Aber nicht so erzählen. Jawoll. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich nicht diesen Sniper noch haben, die Kuda. So, Hyperball. Hier kein Lucky Throw. Aber ein neues Pokémon. Sehr gut. Damit müssen wir sie beide haben. Aber wir haben jetzt mittlerweile 104. Ja, uns fehlen einige. Jetzt sind viele Pokémon noch. Ich weiß noch nicht, ob ich hier den Pokédex vollständig bekomme. Halt. Gut, das habe ich ja schon. Und dann machen wir uns jetzt auf zum Pokémon-Labor, damit wir mit der Story, der Afterstory hier ein bisschen weitermachen können. Da ist ja Magnolika. In der Naturzone tummeln sich viele Trainer Pokémon aller Art. Es ist nicht auszuschließen, dass man dort Dynamax Pokémon begegnet. Für deine Pokémon habt keine Angst, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Hm. Soll ich im Pokémon-Labor? Bin ich gerade falsch? Ach, ich guck mal gerade auf die Karte. Ich hab gerade falsch gerade komplett gelandet. Ach, das Labor ist hier unten. Ich habe mich ein bisschen verlaufen. So, ich muss gerade gucken, weil das Pokémon-Labor ist hier. Upsi. Gut, dann verlaufen wir uns gerne auch mal ein bisschen. Da ist es. Ist das? Oh. Professor Sania, Sie haben Besuch. Herr Kiff, du bist hier. Ist das eine Assistentin? Ja, korrekt. Ich habe meine Forschung jetzt alle Hände voll zu tun. Also hilft ihr mir aus. Präsident Rose hätte eine große Menge an Mutschen gesammelt, die sich jetzt alle hier im Labor befinden. Mein Assistentin hilft mir bei der Verwaltung dieser Sammlung, damit ich nicht den Überblick verliere. Sie ist meine große Hilfe. Ich mache doch nur meine Arbeit. Du bist also Captain Champ. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Na komm, man wird dich für dir was zeigen. Erinnerst du dich noch an meinen Energiequelldetektor? Er schlägt aus, wenn er eine hohe Konzentration an Gala-Partikeln erfasst. Also einem Ort, an dem die Dynamaximierung möglich ist. Nun, du wirst es nicht glauben, aber der Detektor ist aus irgendeinem Grund ausgeschlagen, als diese zwei Clowns aufgetaucht sind. Das hilft uns nicht weiter? Ja, das bedeutet, wir müssen nur den ungewöhnlichen Ausschlägen eines Energiequelldetektors folgen, um die Clowns ausfindig zu machen. Schwerthold und Schildrich, oder war es Schwertrich und Schildhold? Ach, ich bringe diese absurden Namen immer durcheinander. Clowns ist kurz und passt. Einfach bleiben wir beim Thema.
Ich habe überall in der Gala-Region Energie für die Detektoren verteilt. Und dann zeigt das Sekunde Detektoren. So. Pokémon. Ja, kann ich gerade nicht. Pau, so einen heftigen Ausschlag hatte ich nicht erwartet. Das Signal kommt aus dem Tiefenstadion? Das ist nicht ungewöhnlich. Immerhin ist es im Stadion die in der Maximierung möglich. Aber die Messwerte sind außergewöhnlich hoch. Genau, das kann nicht die Ursache sein. Schließlich hast du es schon längst gefangen. Also hat es vielleicht etwas mit diesen beiden Clowns zu tun. Okay, verdammt, sollte es die Sache auf den Grund gehen. Ich habe deine Karte so modifiziert, dass du direkt sehen kannst, wo die Detektoren ausschlagen. Das war einfach die Orientierung. Okay. Wir sollten als erstes uns auf Turfield begeben. Ich guck mal auf die Uhr. Kriegen wir das noch hin? Das ist nicht mal. So, warte mal. Ich bin hier bummelig, ich will auf die Karte. Da oben. So, fangen wir mal das als erstes. Dürfen wahrscheinlich Pflanzen-Pokémon da sein werden. Vermute ich mal, dass Glurak die richtige Wahl wird. So, einmal kurz das Team ein. Dann machen wir uns auf ins Pokémon. Ins Pokémon-Stadion. Das ist schon Ness und Jarrow. Oh, wenn das nicht. Oh, der Champ, gut, dass du hier bist. Was ist los? Was für eine lässige Begrüßung. Das ist neuer Champ. Ist ja noch eine Nummer größer als dein neues Pokémon. Also, ich war mit deinem ja im Schaukampf. Bin des, dass ich es dein neues Pokémon schuldig gefasst ist. Unser Trainer war weit und breit nicht zu sehen. Wir haben uns sofort um die Evakuierung der Zuschauer und des Pokémon-Personals gekümmert. Okay, jetzt sollten alle Zuschauer aus der Nordkurve in Sicherheit sein. Jetzt wahrscheinlich junge. Das dann das Pokémon tobt immer noch umher. Danke für deine Hilfe, Dorf. Haupt. Ich muss, wir können auf dich zählen. Du bist ein echt ein herausragender Arena-Challenger. Ja, und trotzdem habe ich im Vorteil mir die Kürzerung gezogen. Ah, Kev. Ich bin nach diesen beiden Clowns gefolgt. Und da habe ich gesehen, wie die im Stadion von Töpfe gespaziert sind. Ich würde sie noch nicht noch weiter verfolgen. Aber dann ist hier plötzlich Chaos ausgebrochen. Da muss ich einfach helfen. Alter, habe ich die beiden völlig aus den Augen verloren. Ah, tut mir leid. Ich würde zu gerne über diese beiden merkwürdigen Gestalten erfahren. Aber zuerst müssen wir dafür sorgen, dass dieses Dynamax-Pokémon sich wieder beruhigt. Wir haben uns hier mit einem ziemlich starken Gegner zu tun. Jetzt schon, wirst du doch uns sicher zur Seite stehen, oder? Alles klar, dann auf zum Kampfplatz. Ich würde sie manchmal auch dabei. Das Pokémon trägt zwar keine Schuld, aber es gibt ja trotzdem gegen den Strich, dass es mir die Schuld gestohlen hat. Als Bruder ist eben mal den Chance, bist du doch auch mit von der Partie, oder? Ich weiß nicht, ob ich euch eine große Hilfe sein werde. Gut möglich, dass ich euch eher einen Klotz am Bein nehme. Also, ich kenne den Bruder zwar kaum, aber ich bin mir sicher, dass er sich nicht so leicht von seinem Weg abbringen lassen würde. Obwohl er sich zugeben, dass man ziemlich oft verläuft. Kommst du? War schön. Jetzt können wir einfach nicht anders. Er ist eben durch und durch ein großer Bruder. Was, wir sollten ihn beiden nicht warten lassen. Kleiner Raid. Und zwar gegen ein Fruyal. Was passt denn mit dem Pflanzen-Pokémon? Also, rauf auf Glurak. Das ja Dynamax möglich machen kann. Also, einmal kurz die Giga-Feuerflug auf dieses Fruyal.
Zauber auch alles. Rappel. Die Fee-Attacke gewesen sollen. Die Drachenbogen oder so direkt lief. Jetzt hat die Körner noch abgekommen. Und dann wird er mit den. Ah, schade. Aber was haben wir mit dem? Und damit ist das dritte Mal besiegt. So, ja, was jetzt beleben ein? Puh, das wäre geschafft. Dieses Dynamax-Zeug ist mir einfach nicht geheuer. Ich sag, wir wollen kein Freund von Fat Dynamax Phänomen, oder? Aber in diesem Fall konnte ich es nachvollziehen. Dieser Dynamax war immer etwas faul. Da war keine Spur von seinem Trainer. Also konnte früher seine eigene Kraft nicht richtig kontrollieren. Das war schon verwirrt auf mich geworden. Stimmt. So gewöhnlich Dynamax sich ein Pokémon, indem es auf einen Dynamax-Band reagiert. Die Harmonie zwischen Trainer und Pokémon würde durch irgendwas gestört. Hast du irgendwas um mich gespielt, Kev? Ja. Irgendwas bestimmt. Du hast also auch gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Jedenfalls lässt sich im Finale hier nach wie vor nicht bitten. Eine äußerst rätselhafte Sache. Ich werde dafür sorgen, dass man sich um Stadion und Turntürfel und gut um Royal kümmert. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe, Leute. Ihr habt mir echt aus der Patsche geholfen. Kev, falls du jemals meine Hilfe brauchst, lass mich wissen, oder? Oh, eine seltene Liga-Karte? Also gut, mein Kleines, dann komm mal mit. Oha, oha. Du hast unserem Dynamax-Schauspiel tatsächlich ein Ende bereitet. Oha, oha. Wie erwartet hat der Champion der Pokémon ja natürlich nichts Besseres zu tun. Hier steckt es also. Gib zum rostigen Schild und zwar sofort. Oha, oha. Mir ist neu, dass es sich daran um sein Eigentum handelt. Oh, selbst wenn es so wäre, wir geben dir gar nichts zurück. Da brauche ich nichts wollen. Kommt also schnell hier raus. Was habt ihr denn überhaupt da zu suchen? Ich dachte, alle Zuschauer und das Personal seien aus dem Stadion evakuiert worden. Deine Vorschriften gelten nur für den Pöbel. Unser Eins betrifft das nicht. Ganz genau, denn wir sind berühmt. Was? Dass jemand mit solch einer absurden Frisur wie du das nicht begreift, wundert mich kein bisschen. Mein geschmacksverirrter Freund. Und jetzt dieser absonderlich schwarz-weiße Look. Skandalös, nicht wahr, Bruder? Ja, mir doch egal, was ihr zwei unverschämte Ignoranten wie ihr von mir haltet. Wie dem auch sei, unser Experiment war ein voller Erfolg. Gewiss doch. Als nächstes sollten wir versuchen, noch stärker Pokémon zu dynamaxen. Gewiss doch, und zu guter Letzt enthüllen wir die wahre Natur von Zacian und Summer Center. Was? Was habt ihr mit Zacian und Summer Center vor? Sperr die Lausche auf für Ordnungswerter Champ. Wir werden ab sofort ein Dynamax-Pokémon nach dem anderen Abak laufen lassen. Wenn du uns aufhalten willst, solltest du dich besser an unsere formschönen Fersen heften. Die berühmtesten Fersen, die ihr zum Gesicht bekommen werdet. Die Sinne, Ade. Ah, es ist das ganze Katze auf eurem Mist gewachsen. Hey, Bimke, finde ich schön. Könnt ihr mich so einfach abhauen? Immer mit der Ruhe haben. Du lässt dich gleich den Kopf verlieren. Aber die zwei machen die Biege. Wir müssen sie doch aufhalten. Sie können es gerade nicht in eine Falle locken. Sie sollten ihnen nicht blödlich nachlaufen. Aber, na schön. Das ist wahrscheinlich weg. Gut, dann atmen wir jetzt einmal alle tief durch und beruhigen uns. Also, wirren Gebrabbel, diese beiden Tieren können wir zumindest noch einmal schließen. Dass sie das Pokémon zu Dynamax gezogen haben. Und sie wollen dasselbe mit anderen Pokémon machen. Das will ich zulassen. Ganz meine Meinung. Und den Rest der Geschichte kommen wir später. Jetzt wissen wir erstmal, was diese Typen unternehmen. Kämpfen jetzt, stoppen wir uns. Aber nicht heute, wir machen das in der nächsten Folge. Dann sehen wir uns wieder bei Pokémon. Stopp.